Guten Abend. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, also erstens das Mikro einzustellen offensichtlich und zweitens, wenn vor mir jemand dran war und so eine wichtige gesellschaftliche Aussage hatte und dann komme ich auf die Bühne und alle meine Texte handeln nur von Drogen und schlechtem Sex. Aber ich habe halt auch keinen Bock zu recherchieren. Aber jetzt wollte ich auch mal einen Text schreiben, der irgendwie deep ist und eine Aussage hat. Deswegen habe ich einen Text geschrieben über Fehler. Menschen machen Fehler. Manche Menschen verlassen Hamburg, manche Menschen ziehen sogar nach Wien. Ich bin auch einmal in den Süden gezogen, also nach Harburg. Das hat gereicht. Ja, aber darum soll es nicht gehen. Es geht um Menschen, die Fehler machen. Das ist für euch. Und der Text heißt, die zwei größten Fehler meines Lebens oder meine Brustwarzen-Piercings. Ich habe in meinem Leben einige gravierende Fehler gemacht. Einmal habe ich einer anderen Frau geglaubt, als sie gesagt hat, doch Helene, das kann man auf jeden Fall so anziehen. Und einmal habe ich zwei Männer am selben Abend nacheinander zu mir nach Hause bestellt, weil ich unbedingt Sex haben wollte und nicht sicher war, mit wem es klappt. Leider war mein Timing schlecht und die beiden Herren begegneten sich im Treppenhaus, stellten fest, dass sie sich kannten und zogen Arm in Arm ab, um zusammen Bier trinken zu gehen, ohne mich. Ich habe unzähligen Menschen, die ihren Zug verpasst und ihr Portemonnaie verloren hatten, Geld für Drogen gegeben. Ich habe mal mit jemandem geschlafen, nur weil mir der Heimweg zu weit erschien und ich wusste, dass zu Hause der Kühlschrank leer war. Und ich habe fast ein Jahr lang geglaubt, wenn ein Mann einen Leitsordner mit der Aufschrift Scheidung in seiner Wohnung stehen hat, bedeutet das, er sei geschieden. Aber das bedeutet es gar nicht. Es bedeutet einfach nur, dass er 2,89 Euro für einen Leitsordner ausgegeben und ihn mit Edding beschriftet hat. Was im Vergleich zu einer Scheidung natürlich deutlich preisgünstiger ist, aber Menschen wie mich nicht davor schützt, von der Ehefrau eine reingehauen zu bekommen. Aber all diese Fehler erscheinen bedeutungslos, wenn man bedenkt, dass ich es mal für eine gute Idee gehalten habe, mir meine Brustwarzen piercen zu lassen. Ich war eigentlich immer einigermaßen zufrieden mit meinem Körper. Nur einmal dachte ich, dass ich mir gerne die Brüste vergrößern lassen würde, weil ich nämlich echt hässliche Füße habe und auch sehr ungern Schuhe putze. Aber eine Brustvergrößerung ist teuer und mein Crowdfunding-Versuch scheiterte. Und das, obwohl ich zahlreichen Menschen den Hinweis gab, es hätten ja am Ende alle was davon. Und mit der Zeit lernte ich notgedrungen, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Ich weiß also wirklich nicht, warum ich glaubte, Billy und Bobby, so lauten die Namen meiner Brüste, das antun zu müssen. Kein Mann hatte jemals zu mir gesagt, Helene, deine Brüste sind echt ganz nett, aber wenn du dir zwei Metallstifte hineinrammen lassen würdest, dann würden sie mir noch weitaus besser gefallen. Trotzdem war ich mir ganz sicher, dass Nippelpiercings der heißeste Scheiß waren und mich im Nu zu einer super sexy Bitch machen würden. Jeder Mann, der meine Brüste auspackte, würde zuerst ehrfürchtig erstarren und sich dann riesig freuen. Donnerwetter, Helene, da hast du dir ja richtig was einfallen lassen, würden sie sagen. Ich suche also das Piercing-Studio meines Vertrauens auf und lasse mich von einem Sparangebot ködern. Zwei Piercings sollen im Verhältnis deutlich günstiger sein als eines. Etwas irritiert bin ich, dass ich im Voraus bezahlen soll. Nippel werden immer im Voraus gezahlt, teilt mir die rauchende Kassenkraft mit. Wieso, frage ich. Na, das wirst du schon gleich merken, sagt sie. An dieser Stelle verlassen wir diskret den Ort des Geschehens und zoomen ein wenig heraus. Der geneigte Zuhörer stelle sich bitte eine kleine Straße in Altona vor.
Wir sehen einen dämmerigen Hinterhof, in dem sich Katzen auf Mülltonnen und allerlei Unrat ein Stelldich eingeben und urplötzlich die Flucht ergreifen, als ein markerschütternder Schrei die Abendluft zerschneidet. Ein paar Minuten später ist mir immer noch schwarz vor Augen und ich wische mir die Tränen ab. Meine gesamte rechte Körperhälfte pocht und ich bin sicher, dass ich mehrere Liter Blut verloren habe. Vielleicht kann ich an einem anderen Tag wiederkommen und die andere Seite dann machen lassen, frage ich. Bobby, meine linke Brust, nickt eifrig. Sie scheint Hoffnung zu hegen, dem Schicksal, das Billy ereilt hat, zumindest vorläufig zu entrinnen. Nochmal kommen kostet extra, sagt die Angestellte im Tonfall einer abgebrühten Prostituierten. Da ich ein Sparfuchs bin, nicke ich und schließe ergeben die Augen. Im Hinterhof sehen sich die streunenden Katzen genervt an und schütteln den Kopf, als ein zweiter Schrei ertönt, viel lauter und verzweifelter noch als der erste. Und kein einziger Mann hat sich jemals gefreut, wenn er meine Piercings erblickte. Im Gegenteil. Einige schwiegen peinlich berührt, andere sagten, das hätte ich bei dir jetzt nicht unbedingt erwartet. Du bist ja eher so eine Büchermaus. Und ich dachte, was hast du denn bitte erwartet, dass auf meinen Brüsten Gedichte stehen? Aber ich hatte ja dafür bezahlt und ich bin so ein Sparfuchs, also lief ich rein aus Prinzip fast 4 Jahre lang mit den Piercings herum. Ich lernte, langhaarige Männer zu meiden und Kordeln aus Kapuzenpullovern zu entfernen. Ich lernte, dass der Dresscode Business Casual nicht bedeutet, dass man ohne BH ins Büro gehen darf, jedenfalls nicht für mich. Und ich lernte, dass es einfach grundsätzlich keine gute Idee ist, etwas nur zu machen, weil man möchte, dass andere denken, man wäre eine super sexy Bitch. Das passiert im Zweifelsfall sowieso nicht. Und auf dem Weg zu dieser Erkenntnis bin ich ständig irgendwo hängen geblieben. Danke.